Hallo, hier ist euer Crazy Seed und willkommen zu Mario Kart 8 Online. Wir nehmen heute den männlichen Bewohner, den aber ich werde ihn nehmen, die komplette Animal Crossing Ausstattung nehmen wir und wir fahren dann hier online. Wir bleiben ein bisschen gerade. Ich habe ein Thema für euch, bevor ich den Thema sage. Trinke ich ein bisschen Wasser. So. Wir gehen dann ein bisschen. Gut, ich habe auch ein Thema für euch und das Thema heißt Uplay. Also ihr kennt ja Uplay, das ist so eine Anwendung von Nintendo. Nein, nicht von Nintendo, sondern von was ganz anderem. Das ist so eine Anwendung. Man kann das so. Wenn man dann auf Super Bubble World mein Letztens spielt und man hat einen Uplay-Account, dann weiß man ja, man bekommt dann so Gamescore. Ich kenne das ja von der Xbox, wenn man so einen Erfolg hat, wie zum Beispiel Erfolgfrage ist halt, dein erster Schritt. Das wäre ein Beispiel. Dann bekommt man 5 Punkte und das gleiche ist so wie bei, das gleiche ist auch bei Uplay. Wenn man Erfolg hat, dann bekommt man dann ein Erfolg. Tja, Uplay gibt bei manchen Spielen, wie zum Beispiel bei Rayman Legends oder bei Rayman. Doch, bei Rayman Legends gibt und keine Ahnung, welche Spiele noch. Und da gibt diese Uplay-Anzeige. Und ja. Und Uplay ist wirklich ein cooles Anwendung. Und ja. Könnte ich sagen, Uplay ist eine coole Anwendung für die Wii U. Und ja, man kann es auch gebrauchen. Ich habe es auch gerade gebraucht. Ich habe gerade natürlich gerade geladen und dann wieder auf Filtercodes. Wir wissen nicht, wie später nochmal. Und da habe ich mir gedacht, was zur Hölle. Tja, und ja, deswegen, der Uplay ist ein cooles Hilfsmittel. Wirklich. Man kann das auch folgefrei sein, wo man speziell für Spiele wie zum Beispiel Rayman Legends oder vielleicht von einem anderen Wii U Spiel, ich weiß nicht mehr genau, was noch Uplay gibt und ja, man bekommt da immer so viele Erfolge. Und bei Assassin's Creed, ich spiele ja kein Assassin's Creed, also die Reihe kenne ich ja auch nicht. Und ja, also Uplay ist wirklich eine coole Reihe, wo man sagen kann, komm, dann mache ich. Und ja, deswegen ist es auch cool. Uplay ist wirklich cool. Und ja, aber ich fahre gerade nicht schlecht. So, wenn was zur Heiliger Strohsack. Mist. Aber tja, 5. Platz reicht ja, aber Uplay ist wirklich ein cooles. Hilfeanwendung, weil man kann da Erfolge freischalten, sondern man kann auch vieles mehr. Man kann das ja aus Rayman, Moment, wo ist das Spiel? Rayman Legends, da gibt es ja auch, da habe ich so. Und was kann man bei Uplay machen? Also, tja, wenn der Zettel drin ist, ach, da steht es ja, also, so, Animal Crossing Dorf. Mit dem Uplay
kann man natürlich einen verdiener-exklusives Spiel interne Reward und müssen sie kosten nur ein, also so Achievements, wirklich, man kann da Uplay Achievements, aber nur für Spiele, die wir in Uplay besitzen, also Spiele, wo Uplay Play dann machen kann, also Uplay wirklich cool. Ich habe es gerade heruntergeladen, da ist das so ein Verbindungsfehler, weil das war ja ein Update und ja. Also da muss ich mich noch, anmelden? Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob ich noch anmelden muss bei Uplay, keine Ahnung. Ich werde es mal, vielleicht werde ich mich dann irgendwann mal wieder recherchieren, was Uplay ist, wie funktioniert und so weiter. Es gibt bei Rayman Legends gibt es Uplay und auch für Assassin's Creed oder so. Assassin's Creed spiele ich nicht, also ja, interessiert es mich auch nicht. Vielleicht machen die irgendwann mal in Zukunft auch so Uplay Sachen für die Wii, dann könnte ich Uplay auch benutzen, also ja. Aber Uplay ist wirklich was cool. Also was war was, Alter, sind die, was haben die denn? Aber Uplay wirklich cool. Aber Uplay wirklich ein cooles, echt cool, dieses Hilf-Anwendung. Aber tja, Uplay wirklich was, wo man dann so sagt, komm, das sind so ähnlich wie Gamerscore. Ihr kennt es ja von der Xbox, man bekommt dann so Gamerscore. Wenn man so bei Ubisoft willkommen bei so einem Tutorial oder so, bekommt man so Gamerscore. Und das gleiche ist auch bei Uplay. Also man bekommt dann so Gamerscore. Man muss sich, glaube ich, bei Uplay gleich mal anmelden. Da werde ich das machen dann, aber erst muss ich mal gucken, wie das dann mit der Internetverbindung steht, weil ja gerade ging es ja nicht und ja. So, wenn ich jetzt halt was? Alter, wenn die Dauer war irgendwie schlecht. Aber Uplay ist wirklich cool. Man könnte ja sagen, wir sind so was? Nein! Nein! Was ist mit denen los? Fünfter Platz, das reicht ja. Aber Uplay wirklich cool. Uplay will mir auch noch. Ich hab's ja geholt, aber ich muss mal gucken, wie es mit der Internetverbindung geht. Dann gucke nach der Aufnahme, ob es geht oder nicht. Wenn nicht, dann werde ich die. Aber es sollte eigentlich gehen. Ach stimmt, ja, ich hab ja, ich fahr ja irgendwo ein, so ein, hä, geht's jetzt? Nö, geht nicht, also keine Ahnung, was da. Muss ich den anmelden? Eigentlich sollte das gehen, aber. Voila, registrieren. Okay, nicht, also nein, geht nicht, also tja, keine Ahnung, was da los ist mit den Controllern, also keine Ahnung, was da gerade los ist, aber wir machen noch ein paar Rennen, also Uplay ist wirklich cool, also tja.
Aber tja, Uplay wirklich echt cool. Und ja, kann ich sagen, Uplay braucht man ja. Aber vielleicht sollte man gucken, was Uplay ist und erstmal ausprobieren. Wirklich. Uplay ist cool und man braucht es ja. Aber gerade sind wir da und suchen nach Spielern. Und ab. Ah, jetzt geht es also. Tja, aber Uplay wirklich cool. Und man könnte sagen, das ist wirklich cool. Aber, tja. Und wenn das nicht geht, dann... Ah, jetzt geht es. Ich dachte, es geht nicht, aber, tja. So. Kann ich jetzt da rennen fahren? Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Nein, geht nicht. Sieh mal. So, aber tja, Uplay wirklich cool. Also tja, deswegen braucht man Uplay, weil es ist ganz cool. Weil Uplay braucht man ja ganz arg. Und ja, deswegen braucht man Uplay, weil es ist cool und man braucht es ja. Deswegen braucht man Uplay, um für dein Achievements, so dann mit Freunden, TV und dann kann man so Revolten und dann kann man die dann so einlösen. Und dann brauche ich noch ein gültiges Uplay-Konto, das werde ich vielleicht auch vielleicht mal machen. So, und keine Ahnung, was da los ist. Irgendwie. Hallo. Wirklich, was ist da bloß los? Hm? Ah, jetzt geht es. Keine Ahnung, was da gerade los ist mit dem Surfen, aber... Man kann man nicht sagen, aber Uplay, wer braucht es? Ich brauche es ja auch. Und ja, sag mal, ich mache heute zweimal AKA-Folgen, wenn ihr natürlich wissen wollt. Und ja. Aber Uplay ist wirklich cool. Man braucht Uplay, um natürlich Achievement oder auch was ganz anderes zu machen. Ich glaube, mit Uplay kann man ja auch machen. Da muss ich ja mal gucken, was da los ist. Und ja, aber Uplay. Man braucht ja Uplay, um, ja, ich weiß nicht genau, was Uplay ist, wovon das herkommt, aber, ja. Und also Uplay wirklich cool, man so sagen. Da werde ich dann Alexis, Dobbin, was? Was ist denn da Feuerbälle? Mann! Aber tja, keine Ahnung, vielleicht gibt's da irgendwas oder was ist denn, was ist da bloß los? Das könnte ich vielleicht gebrauchen. Was, Tua? Alter! Ich glaube, ich wechsle die Gruppe. Alter! Sind das Cheater oder was? Die cheaten irgendwie. Alter!
Die cheaten. Ja, die cheaten. So, bitte. Was? Nein, nein, nein. Was? Nein! Alter! Das ist unverdient. Was warten da bloß? Aber Uplay braucht man ja. Wirklich. Man kann so Achievements holen und ja, man braucht es ja. Und jetzt wechsle ich die Gruppe, weil das mag ich nicht. Wirklich. Regional, Rennen, Bewohner, neue Gefährt. Und dann so nach Spielern. Boah, aber Uplay braucht man ja. Wirklich. Man kann jetzt Achievements machen, die wo man dann so sagt, da braucht man. Und ja. Ich gebe auch vielleicht so Achievements von verschiedenen Spielern bei Assassin's Creed 3 oder vielleicht für Rayman Legends. Da gibt's Raymans gibt's doch auch. So und ja. Und ja, nun brauchen wir immer noch einen Uplay-Account und ja. Aber Uplay ist wirklich cool. Man könnte so sagen, ich hätte bald vielleicht Uplay spielen und ja. Also, da werde ich mal reingucken bei Uplay. Wenn nichts Zeit ist, dann werde ich den App löschen. Wenn was Zeit ist, dann lasse ich das so. Aber Uplay braucht man ja. Wirklich. Und da bin ich am nächsten Mal links spielen. Aber wieso hat er gerade angehalten? Keine Ahnung. Und in die Malkast-Edition. So. Aber Uplay braucht man ja wirklich, weil Uplay wollen wir natürlich hier. Weil man braucht es ja. Und ja. Und drei müssen sie noch entscheiden. Nein. Alter. Aber Uplay braucht man wirklich. Bei Uplay braucht man echt wirklich. Weil das ist echt cool. Man sagt, wir tun ihm eine große Drachenmauer. Ja, große Drachenmauer. Aber Uplay braucht man ja, weil Uplay braucht man wirklich. Weil ich brauche ja einen Uplay, jeder braucht Uplay und ich brauche Uplay, weil, tja, so Achievements holen und so weiter. Keine Ahnung für was Uplay noch, für welche Spiele noch, aber tja. Da werde ich da mal gucken und ja. So, vielleicht werde ich manche Aufnahmen mal gucken, ob die Internetverbindung noch geht oder ob wieder nicht geht, dann ja, weil ich muss ja, ich brauche ja Uplay, dann kann ich gucken, wie viel Achievement muss ich mich noch anmelden und so weiter mit meiner E-Mail-Adresse und ja, ich habe wieder selber eine E-Mail-Adresse, aber tja, also Uplay braucht man wirklich. Nein! Was? Was ist denn da bloß los? Aber Uplay braucht man wirklich. Wow. Wie schnell bin ich denn gerade? Ja, aber ja. Das sagen was man will, aber Uplay ist wirklich cool. Wirklich echt cool dieses diese App und ja, wenn ihr auch übrigens, wenn ihr auch Uplay habt und ob das natürlich geht, dann könnt ihr es mir sagen. Wenn es nicht geht, dann habe ich Pech und ja, dass ich mich Feuer bei ihnen. Ah nein, was, das darf doch nicht wahr sein, Alter, sie sitzt ja mit Feuerbällen herum.
Nein! Alter! Was ist denn da bloß los? Ich! Das kann doch nicht wahr sein! Boah! Ich möchte meine 5 Münzen zurück! Boah, Mann! Boah! Mann! Keine Ahnung, was da gerade los ist, aber die Gruppe ist irgendwie total bekloppt. Ein Rennen machen wir ja noch. Und ja. Leute, wird nichts. Ich schaffe keinen 3900. Das schaffe ich nicht. Boah, in der Nase aufnehmen werde ich mal gucken, was Uplay ist. Was man da machen kann. Und so, tja. Und nehmen die Kumu war der letztes. Und keine Heimwürpiste, wirklich. Wir sind nur eine Heimwürpiste. Nee, dann jetzt eine Heimwürpiste. Dann. Tja, aber man muss ja mal gucken, was Uplay ist. Und ob man es braucht. Wieso nehmen wir eine Heimwürpiste? Hallo, bist du Marginetter? Wirklich. Aber Uplay braucht man wirklich. Hey, ne? Wieso nennt einer Flo? Wirklich. Aber tja, Uplay braucht man wirklich. Wirklich. Aber ja, ich kann mich noch gut erinnern, als ich damals Rayman Legends gespielt habe. Ich will ja nochmal Let's Play. Da gab es ja auch Uplay. Am Anfang, wo ich noch nie mit Let's Play angefangen habe, da gab auch Uplay und ja, man kann dann so Sachen freischalten. Habt ihr so in einem Video geguckt, da hatte jemand auch Uplay und da hat er Achievement bekommen, aber Uplay braucht man wirklich. Weil Uplay braucht man, ich muss gucken, gleich nach der Aufnahme werde ich gleich mal gucken, was in der Internetverbindung, ob da was geht oder ob was nicht geht. Wenn nicht geht, dann werden wir dann gucken, was da los ist oder keine Ahnung. Aber tja. So. Aber Uplay braucht man. Wirklich. So. Gerade die Abkürzung benutzt und... Nein. Er hat die Pflanzen immer, aber Uplay braucht man wirklich. Also tja, keine Ahnung, wie es dann in Zukunft mit Uplay weitergehen wird, aber da werden wir mal gucken. So. Also bei Uplay braucht man wirklich. Wirklich. Ich brauche auch ja auch Uplay und ja. Da wird dann alle Aufnahmen nochmal gucken, was da los ist. Uplay. Also jetzt geht sich schon auf. Alter! Aber ja. Mal gucken. Da ist einfach kein Thema ein. Gerade zu Uplay als Thema eingefallen und ja. Also, ja. So, also, tja, das war's mit Mario Kart 8 online für heute. Heute dann also eine kurze Folge, weil ich ja gerade mit Uplay gerade noch gucken muss. Und tja, also wir sehen uns dann in der Folge von Mario Kart 8 online. Also. Bis dann und ciao, euer Crazy Smith.